Etwa 2000 Jugendliche sind allein in Berlin auf Trebe. Die sogenannten Systemsprenger kommen aus Problemfamilien, haben Schulabbrüche und verschiedene Heime hinter sich. Jugendhilfeträger versuchen zu helfen, Vertrauen und Struktur aufzubauen, sie in ein normales Leben zu führen. Tobi hat beim Verein Freestyle Halt gefunden und macht jetzt eine Ausbildung zum Sozialassistenten. War ganz entspannt. Cool. War gut. Okay. Wie viele Leute seid ihr da? Jetzt rund um die 20, sag ich mal. Und okay. Ja, soweit ist eigentlich alles gut. Freestyle-Gründer Benjamin Zwick hat ihn sehr unterstützt und ist bis heute für seinen Schützling da. Und Benjamin Zwick ist bei uns Initiator des Projekts Freestyle e.V. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Vielen Dank. Ich dampfe es noch mal kurz zusammen zum Verständnis. Systemsprenger, sind das unbelehrbare Jugendliche? Es sind in erster Linie Jugendliche, die nicht vermittelbar sind, die schon so viele Einrichtungen durchlaufen haben, dass sie sich selber dazu entwickelt haben, halt einfach die Grenzen zu sprengen und diese Systeme zu sprengen, die Jugendhilfe weitgehend bietet. Und Tobi haben wir gerade kennengelernt, auch im Gespräch mit Ihnen zusammen, ist jetzt auf einem sehr guten Weg. Würden Sie das so als, ich finde es immer komisch, von einer Erfolgsstory zu sprechen, wenn es um Menschen geht, aber ich nehme das Wort einfach mal Erfolgsstory bezeichnen? Tobi hat sich ungemein gut entwickelt. Er hat die Chance, die wir ihm gegeben haben, auch ernst genommen. Und ich meine, es ist uns generell wichtig, dass wir den Jugendlichen echte Chancen geben, dass wir eine Beziehungsarbeit machen, die eine Qualität hat, dass die Jugendlichen einfach wie Tobi so eine Entwicklung machen können. Und klar, also für Tobi ist das ein Erfolg. Und er ist auf dem Weg, aber er hat viel, viel richtig gemacht und steht jetzt an dem Punkt, wo er in die Selbstständigkeit geht. Hat aber auch eine ganze Weile gedauert. Jetzt gibt es ja viele Einrichtungen, viele Programme, Projekte. Wie seid ihr auf Freestyle e.V. auf die Idee gekommen, es anders anzupacken? Wir werden noch eine Menge darüber lernen. Ja. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, einer jungen Generation Vertrauen schenken. Wir wollen Jugendhilfe immer wieder aus der Perspektive der Jugendlichen verstehen. Das ist uns das, was uns vielleicht auszeichnet. Wir sind junger Träger, wir wollen innovativ denken, wollen nicht irgendwo nur ein Standardwerk haben, sondern wollen gucken, dass die Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, auch das annehmen können, dass die Hilfe annehmbar ist für sie und nicht irgendwie eine Alibi-Hilfe. Aber da würde mich jetzt ganz besonders interessieren, wie gehen Sie in dem Moment, wo jemand genau das, wo so viel Energie reingegeben wurde, wirklich nicht annimmt, wie gehen Sie mit Rückschlägen um? Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema. Rückschläge haben wir alle. Oder dass sich manchmal die Hilfe einfach länger zieht, dass man nochmal eine Schleife drehen muss. Aber das gehört zum Job dazu. Das ist einfach das Arbeitsmilieu, in dem wir unterwegs sind. Aber wir haben uns auf die Fahne geschrieben, wir wollen Jugendliche einfach nicht aufgeben. Und wir wollen Hilfen so anpassen, dass sie annehmbar sind für sie, dass sie eine Chance... Zum Beispiel, also wie sieht das aus? Naja, also wir starten häufig mit schwierigen Jugendlichen im ambulanten Setting, weil quasi wir sie erstmal kennenlernen müssen und dann im nächsten Schritt gucken wir, okay, macht eine Wohnung Sinn? Und wir haben rund 120 Wohnungen im Land Berlin und gucken einfach, dass sie sich quasi auch erstmal dem Sozialarbeiter irgendwie annähern und Vertrauen aufbauen können und dass wir sie dann quasi in die Wohnung setzen und dass sie sich dann da gut entwickeln. Und das, was wir erleben, ist, dass mit diesem ersten eigenen Wohnraum, dass sie merken, dass sie auch die Chance haben, sich zu entwickeln, dass sie da nicht irgendwie noch drei andere Jugendliche neben ihnen auf der Bank sitzen, die auch Probleme haben, sondern das ist ihre Wohnung, das ist ihre eigenen vier Wände und da können sie sich gut entwickeln. Was sind denn die häufigsten Gründe, dass jemand zum Systemsprenger wird, ein junger Mensch? Ja, dass sie einfach verhaltensauffällig sind und natürlich die Grenzen vorher gesprengt haben, die es in Wohngruppen gab, die es vielleicht in der Pflegefamilie gab. Und dann leben viele einfach in der Parallelgesellschaft, haben mit Drogen zu tun, haben mit dubiosen Menschen zu tun, die ihnen irgendetwas erzählen. Und das sind junge Menschen, die sich nicht abgrenzen können, die flüchten in Ersatzfamilien. Ja, der Alexanderplatz ist für viele eine Ersatzfamilie. Und da regelt man Probleme einfach anders und hat eine Überlebensstrategie entwickelt, die aber nicht mehr konform ist mit dem, wie wir Gesellschaft leben möchten. An dieser Stelle, liebe Zuschauer, Ihnen geht es wahrscheinlich genauso. Nochmal mein größter Respekt Ihnen gegenüber und Ihrer Arbeit gegenüber, weil so viel Reflexion und so viel wieder neu anfangen, das gehört alles mit dazu. Wir schauen jetzt nochmal auf den Werdegang und die Entwicklung von Tobi. Tobi kommt vor 18 Jahren in Dresden zur Welt. Statt Liebe und Fürsorge gibt es Alkohol und Gewalt in seiner Familie. Er ist erst 8 Jahre alt, als er vom Jugendamt aus der Familie genommen wird. Heute hat er dank Freestyle sein eigenes kleines Zuhause in Berlin-Ahrensfelde gefunden.
Als Kind wächst er in 5 verschiedenen Heimen auf. Erinnerungen an schöne Kindheitsmomente gibt es für Tobi fast nur ohne die eigene Familie. Immerhin wird er so vor der Gewalt des Vaters geschützt. Also mit 5 war das erste Mal so krass, dass ich in eine Glasvitrine geflogen bin. Und im Krankenhaus dann gesagt wurde, ja, es ist beim Spielen passiert mit meinem Bruder. Aber in Wirklichkeit war es halt mein Vater, weil er besoffen war, sage ich mal. Weil meine Eltern halt beide Alkoholiker waren. Meine Mama dann fast an der Leberzirrhose umgekommen ist, sage ich mal, aber vorher noch die Kurve bekommen hat, auf Reha gegangen ist. Wir dann mit unserem Vater allein zu Hause waren. Er hat natürlich nichts geändert, sage ich mal, sein Leben weitergelebt wie immer. Und ja, wir dann irgendwann die Wohnung verloren haben. Denn zeitweise bei einem Kumpel von ihm untergekommen sind. Das hat dann das Jugendamt mitbekommen und hat gesagt, so geht es nicht mehr, ihr kommt ins Heim. Schon mit 9 Jahren kommt der Junge in Kontakt mit Drogen, probiert vieles und kommt wieder davon weg. Ich habe natürlich angefangen mit der Startdroge Cannabis und war jetzt nicht so berauschend am Anfang, sage ich mal. Ich habe es halt eine Woche gemacht so und habe dann gedacht, so, okay, du brauchst es nicht unbedingt. Aber im späteren Zeitraum kamen dann halt auch Amphetamine oder MDMA dazu. Auf der Straße ist halt alles möglich. Da gibt es halt keine Gesetze. Und ja, mit 9, okay, da habe ich auch schon mit Leuten rumgehangen, so, die auch schon älter waren, so 17, 18. Und ja, ich sag mal, es war halt Familie. So. Der Verein Freestyle und Freunde statt Familie geben Tobi heute Halt und Hilfe. Und Benjamin Zwick, der Mitbegründer von Freestyle, ist bei uns. Wie sieht eigentlich der Erstkontakt zu gestrandeten Jugendlichen aus? Kommen die zu Ihnen? Wird Ihnen zum Beispiel von der Familie vielleicht gesagt, helfen Sie uns, da ist jemand, der... Also in der Regel ist es das Jugendamt, die uns anrufen. Die sind ja häufig schon Jugendamt bekannt. Die haben ja schon eine Jugendhilfekarriere hinter sich. Das heißt, das Jugendamt meldet sich bei uns und sagt, wir haben Person XY und wir suchen einen Träger, der diesen Personen eine Chance gibt. Das ist so das Regel. Aber die Regel, was wir auch haben, ist, dass es Klienten gibt, die halt einfach Freunde haben, denen es einfach dreckig geht. Und das, was die Klienten bei uns erlebt haben, sagen sie, das kann doch Freestyle auch diesen Jugendlichen geben. Und so entstehen auch so Hilfen. Also natürlich läuft das immer übers Jugendamt. Wir sind Auftragnehmer. Das heißt, das Jugendamt beauftragt uns und so läuft's. Das heißt, die Jugendlichen haben meist schon eine Jugendamtkarriere hinter sich, haben auch schon Therapeuten vielleicht an der Seite gehabt. Wie ist denn dann der erste Moment für Sie? Wird dann gesagt, Menschenskinder, ach, lass mal lieber, wir brauchen dich nicht? Naja, also die Jugendlichen, die zu uns kommen, die auch schon häufig viele Einrichtungen hinter sich gebracht haben, die kommen schon nicht mit der Erwartung zu uns, dass das irgendwie besser wird. Aber ich denke, das legt sich schnell. Also wir haben wirklich ein geschultes Team von Sozialarbeitern, die auf die Leute eingehen, die cool sind, die locker sind und dennoch irgendwo eine Struktur den Jugendlichen vorgeben. Und also ich denke, das hat auch Tobi erlebt, dass da 2 Sozialarbeiter an seiner Seite sind, die ihn sehen, die ihm auf Augenhöhe begegnen, die nicht irgendwie als Moralapostel gehen. Und darum geht es doch in der Hauptsache, ne? Wahrgenommen zu werden, genau, da sein zu können und gemocht zu werden. Ja. Das einschneidendste Erlebnis für Sie, was würden Sie sagen, war das in Ihrer Arbeit? Es gab eine ganze Menge, aber wenn ich miterleben muss, dass 13-Jährige im Winter in der Fabrikhalle schlafen müssen, weil es keine andere Lösung gibt für diese jungen Menschen, oder ich im Beginn einer Hilfe, wo wir noch keine Wohnung vielleicht hatten, erleben muss, dass die Nacht der Jugendliche dann in der BVG verbringt, also in der S-Bahn oder U-Bahn, das sind dann schon Geschichten, die mir nahe gehen. Was macht eine Gesellschaft falsch? Also was machen wir alle falsch, dass solche Jugendliche überhaupt existent sind, dass es sie so weit bringt, auf der Straße zu landen und Systemsprenger zu werden, also im Prinzip nicht mehr einordnenbar zu sein. Also ich sehe zweierlei, oder das ist ein komplexes Thema, man kann nicht irgendwie einem Schuld zuschieben und sagen, daran liegt es. Aber müssen wir mehr zuhören, müssen wir mehr hinschauen? Ich bin davon überzeugt, dass wir aktiv werden müssen in den ganzen Bildungssystemen, die wir haben, ob das Schule, ob das offene Jugendhilfeeinrichtungen sind, ob das Jugendclubs sind, ob das so Hilfeträger wie wir sind. Wir müssen aktiv sein und wir brauchen eine
kürzere Zeit, wo wir reagieren können. Mhm. Häufig scheitern Hilfen oder häufig verschlimmern sich Hilfen, weil wir nicht die adäquate Hilfe geben können, die eigentlich schon glasklar ist. Mhm. Sie haben ein neues Projekt, das langsam aber sicher fertiggestellt wird. Das findet in Spandau statt und da durften wir mal filmen. Benjamin Zwick setzt mit seinem Verein Freestyle alles daran, das neue Wohnprojekt für gestrandete Jugendliche in Spandau fertigzustellen. Noch ist hier Baustelle, aber geplant sind, dass wir hier 4 Plätze haben für junge Menschen, die vorher auf Trebe waren, denen wir quasi einen garantierten Schlafplatz geben, die ab 18 Uhr ihr eigenes Zimmer betreten können. Meistens ist es so, dass die Jugendlichen, die hier sind, bei denen brennt. Ne? Da müssen wir jetzt was sofort machen. Da muss man sofort reagieren und das wollen wir, weil wir uns einfach als Dienstleister verstehen fürs Jugendamt und wollen einfach auch eine Hilfe anbieten, die dann nicht irgendwie erst in 2-3 Wochen umgesetzt werden kann, sondern zeitnah. Die medialen Einflüsse, die Vernetzung der Jugendlichen hat andere Probleme hervorgebracht, als wir diese vielleicht vor 15 oder 20 Jahren hatten. Und das, was wir einfach sehen, ist, dass auch mit zunehmender Individualisierung der Gesellschaft ist es einfach so, dass viele Jugendliche gar nicht gruppenfähig sind. Der Bedarf, dass diese jungen Menschen in eigenen Wohnungen oder in engeren Settings betreut werden, wo nicht so viele Jugendliche irgendwie gleich wie daneben sitzen, wird größer.